Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und wir machen heute Gesucht in Ark, wo wir diesen Würger finden sollen. Was relativ einfach ist, weil irgendwie in der Unterstadt, hä? Und mit 70 in Zweikampf, Alter. Freue ich mich schon richtig zu kämpfen. Ja, wir haben den Wert um 20 Punkte. Das ist 40% schätze ich jetzt mal gerade so grob gerechnet. Oh, ich freue mich übrigens jedes Mal in die Unterstadt zu gehen, ne? Wegen dieses absolut abmäßig geilen Ausblicks, den man dann sieht. Und ich weiß nicht, wann das war. Das müsste vor 10 Folgen oder so sein. Wir hatten doch mal diese Beschreibung in Schlächter von Ark. Alter, ich will eigentlich zu diesem Raum, den die da beschreiben, aber den gibt's wahrscheinlich nicht. Und das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. So, ein so reicher hier in der Stadt. Wie viel Geld habe ich denn? 3187. Ach komm. Ja, komm hier. Ich gebe hier mal den Leuten, die, die nett sind, Geld. Ja, du kriegst kein Geld zum Beispiel. Das ist so. Ne? Da kann man schon mal meckern. So. Ich mag diese Unterstadt. So vom Aussehen her und so. Ich finde es mega geil. Gut. Manche Leute wollen halt nicht, dass ich nett zu denen bin. Hier muss ich lang. Okay. Das alte Wasserwerk, wo muss ich hin? Oder muss ich hier wieder durchs alte Wasserwerk, weil das irgendwie so ständig der Weg ist, wo ich durch muss? Hallo? Ja, und ihr hattet recht, euer Vater hat die Pilzplage herbeigeführt. Ja, euer Großvater wollte die Adelige beeindrucken. Er dachte, er könnte die Plage auslösen, anschließend wieder eindämmen und so als Held darstellen. Es war ein Unfall und die Apothekarin stand kurz vor einem Nein. Das Erste. In Ark mit den Sporen herum zu experimentieren, ist verflucht gefährlich. Ich habe die Proben nicht mehr. Die Apothekerie haben sie. Nein, also erstmal reden wir. Es ist gefährlich. Es tut mir leid, ich habe die Proben nicht mehr. Die Apothekare hier im Sonnentempel haben sie. Wieso haben wir jetzt 25 Groschen bekommen? Okay. Interessant auf jeden Fall. Nee, ich glaube, wenn wir es ihm gegeben hätten, es wäre so gefährlich gewesen. Die Leute im Tempel, die wären es eher. Oh. Die wären das eher wahrscheinlich.
mit Bedenken machen. Oh, hallo. Oh. Das war erstaunlich einfach. Na. Aber es war wirklich erstaunlich einfach. So, geht's wieder nach oben, ins Adelsviertel. Was auch gruselig ist, dass man so direkt so einen Zugang zum Adelsviertel hat, ne? Eigentlich. Da merkt man schon so den Kontrast. So, wo muss ich hin hier? In den Marktplatz. Ja. Auf dem Marktplatz kann ich eigentlich direkt gerade mal auch zwei Dinge erledigen. Beziehungsweise eins eigentlich nur. Ich muss nämlich. Ich hab die Bücher eingesammelt. Oh, perfekt, das trifft sich hier gut. Da. Oh, 200 Groschen. Ja, gut. Werden Kopf. Oh. Oramild hat seine Viehdiebin, die sich vermutlich am alten Leuchtturm in der Bauernküste versteckt. Sie wurde des Nachts bei mehreren Viehdieben und Opferungen beobachtet. Achtung, es sollte mit wildmagischen Fähigkeiten gerechnet werden. Gut. Machen wir das? Das wird. Nee. Der muss ich gar nicht hin. Ich muss hier hin. Interessant. Mache ich gerne. Kriege ich viel Geld schließlich für. Bei minimalen Einsatz. So. Ach, sie ist da oben. Ich verstehe. Ich befürchte, sie wird nicht lange überleben. Morgen. Ey. Okay. Das ging einfach. Macht das ja übrigens immer so abwechselnd, ne? Wie rum ich was nehme. So, das war wirklich simpel. Zurück auf den Marktplatz. Zeige ich jetzt mal. Aber. Ach ja, und das ist wieder Tag. Das ist wunderbar. Tatsächlich, es lohnt sich für mich nicht mal, dieses Ding anzuziehen. Toten auch. Ach, das letzte. Was wollte ich tun? Das wollte ich doch auch verkaufen. So. Den zerbrochenen Seelenstein kann ich eigentlich in meine Kiste tun. So. Da. Ach ja. 250 Groschen, das hat keine 2 Minuten gedauert. Pak-Pak gesucht. Gerüchten zufolge haust in den Grimmlichtstollen momentan ein Troll namens Pak-Pak. Laut dem Kopfgeldbrief wurde dieser von abtrünnigen Apothekari gezüchtet. Die planen, ihn auf das Endraleeschiff Bauernvolk loszulassen. Okay, wo ist Pak-Pak? Da. Ist ein bisschen weiter weg. Okay. Schaffe ich trotzdem.
Jo, nirgendwo hin. Ich muss reiten. Also es geht schon wohin, aber nirgendwo, wo wir leider hin können mit dem Müraden. So. Ach ja, in den Flüsterwald ist es, glaube ich, oder? Gefährlich, dieser Ort, gefährlich. Aber durchaus zu überleben. Ja, Kanistenfieber ist angestiegen. Ja, tut mir leid. Morgen. Grimmlichtstollen. Ui. Naja, nicht wirklich. Ja. Oha. Und ich bin nicht mal über, also ich bin schon ein bisschen übermütig eigentlich gewesen. Puh. So, es lohnt sich eigentlich nicht mal, diese schwachen Dinger mitzunehmen. Ich nehme nur die alle Sachen mit, die so über 100 wert sind, vielleicht. Wieso sind diese viele Fliegen? Eine Statue. Okay, gehen wir in den Grimmlichtstollen. Puh. Mal gucken. Ich muss was essen. Nämlich Kokosnuss und Käse. Morgen. Das dachte ich auch. Echt? Nö, glaube ich irgendwie nicht. So, ja, noch nicht. Aber kämpfen die gerade gegeneinander oder ich gegen die? Gegen den Troll. Oh! Ach, kommt schon, Leute. Bitte mal was Starkes. Na. Leute. Morgen. So. Ah. Pack, pack. Zwei Schläge, ein Tod. Und 4 Gold, was ich bekommen werde. Plus die Einnahmen von den Verkäufen. Ist das ein in jedem Fall lohnenswerter Kampf gewesen? Würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir hier?
Okay. Haben wir erledigt. Das ist gut. Wen haben wir hier? Herz des Nordens. Ja, Herz des Südens konnten sie nicht nehmen, ne? Okay, was ist das? Ein Lift? Geil. Okay, das ist geil gerade. Eine Wurst! Ja, klar. Gesellenbuch, schwere Rüstung. Kann ich direkt mal nutzen, oder? Ja. Gut. Und dann geht's auch wieder raus. 3 in einem Streich, ne? So drei, ich komme nicht auf den Begriff Kopfgelder. So heißt das. Genau, Kopfgelder. Boah. Magische Symbole, Eispranken oder versteckte Schätze. Ich will eh. Also das ist auch so ein Ziel. Auch wenn ich es mit einer Liste irgendwann mache, ja, okay, aber ich will alle magischen Symbole finden. Alle Eispranken muss nicht. Kann, aber muss nicht. Verkaufen die noch? Na, schade, die verkaufen nicht mehr. Vor einem Jahr legte ein Captain Blei, eine von Captain Blei geführte Plünderbande an Enderals Küste an und überfiel die Eisbrecherwarte. Beim Kampf wurden alle Arbeiter der Warte und Captain Blei getötet. Gerüchteweise ist Captain Blei als Wiedergänger auferstanden und befindet sich auf seinem Weg zu seinem Schiff für seinen ablehnenden 380 Groschen. Ja. Deswegen lege ich mich ja schlafen. In meinem eigenen Haus. So. Das ist auch das Letzte, was ich jetzt noch in dieser Folge tue. Schlafen und verkaufen. So. Weil wir wissen, dass ich also wir wissen, ne? Hä? So, hier oben haben wir Schlafenszeit, Kinder, Schlafenszeit. So, da komm, machen wir 12 Stunden raus. Dann sind auch wirklich alle am Marktplatz und auf den Händlern, Posten und so. So. Perfekt. Ach ja. So. Oh. So, auf dem Marktplatz verkaufen. Ach, ich war gar nicht bei meinem. Naja, egal. Dann halt auf dem Marktplatz alles verkaufen, geht auch. Wo ich das Geld kriege, ist mir auch egal. So, meine Robe gerade anziehen. Wenn ich schon dran denke, ne, dann lohnt sich's natürlich auch, klar.
So, hier. Ich würde gerne etwas kaufen. So, Bögen. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Herz des Nordens. Verkaufen. Genesungstränke. Hat die Tränke eigentlich? So Ambrosia irgendwie? Nein. Okay. Dietrich. Okay. Haben die auch nicht. Da verkaufe ich noch den Schmuck gerade kurz. Bei der Dame. Ach, die hat nichts mehr. Ach, schon. Ja, Rhetorik bräuchte ich eher, ne? Ich habe drei Handwerkspunkte für Rhetorikpunkte. Ach so. Drei. Okay, ja, gut, dann machen wir jetzt einen Cut. Bis dahin und tschüss.